Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute würde ich euch gerne noch ein bisschen so Upcycling zeigen. Ich habe hier aus einem alten Glas einen Blumentopf gebastelt. Genauso kann man das auch aus alten Konserven machen. Hier habe ich Strohhalme verwendet und hier diese Eisstiele. Die habe ich mal im Action gekauft. Ich habe hier so eine Blume, die gab es mal bei Depot. Die sieht aus wie mit Erde. Das finde ich natürlich hier besonders schön. Kann man natürlich aber auch alles mögliche andere reinstellen. Man kann es auch für Stifte benutzen oder ja, was man möchte. Ich würde sagen, ich mache es genau. Im Video mache ich es genau andersrum mit euch. Ich nehme die Dose heute und und mache da mit den Holz. Spateln, also mit den Eisstielen was und an einem Glas, das habe ich hier, das ist so ein altes Glas von der Tomatensauce, wenn man so Pizza selber macht, den Deckel brauchen wir nicht, da möchte ich mit Strohhalm was dran machen, also genau umgekehrt. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Dose an. Wir brauchen, ja gut, entweder eine Dose oder ein Glas, ich zeige euch jetzt heute beides einmal, es ist eigentlich dasselbe Prinzip. Dann Strohhalme, ich habe hier die aus Pappe. Dann habe ich hier so Eisstiele, Spatel, einen Pinsel, Acrylfarbe. Ups. Dann brauche ich ein Lineal. Hier habe ich noch ein Maßband. Da habe ich mir einmal den Durchmesser ausgemessen, um rauszufinden, wie viele Spatel oder wie viele Strohhalme ich brauche. Das kann man aber auch mit Augenmaß machen oder so Stück für Stück dann ausschneiden. Dann habe ich hier ein Lineal, um die Länge auszumessen, die man hier jeweils braucht. Eine Schere, ein Bleistift, Heißkleber, eine Heißklebepistole. Dann habe ich noch so ein Band. Das möchte ich dann um das mit den Holzspießen drum machen. Und eine Schleife für die Strohhalmverzierung. Das war's, glaube ich. Das räume ich alles wieder weg und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, wie gesagt, anfangen möchte ich mit der Dose und mit den Holzspießen. Ich habe leider nicht mehr genug und ich möchte jetzt wegen so Bastelzeug nicht zum Action rennen, auch wenn die wieder aufhaben. Ich habe hier so kleine, dünne und so dicke und die habe ich mir jetzt so ein bisschen zusammengestückelt, damit das dann hier drum reicht. Und zwar nehme ich da, ich messe mir das einmal aus, welche Höhe ich möchte. Ich möchte das so ein bisschen höher haben, dass man nicht den Rand so unbedingt sieht. Da nehme ich mir 9 cm und dann mache ich das so, ich lege das erste hier an, dass diese Rundung ungefähr bei der 0 ist, ne? Und zeichne mir da die 9 cm an und dann brauche ich das Lineal nicht mehr, dann nehme ich das hier als Schablone für alle weiteren und dann zeichne ich mir erstmal überall diese 9 cm an. Wenn ich die alle angezeichnet habe, dann nehme ich mir eine Schere. Wenn man eine große Schere hat, reicht das für diese dünnen Holzplättchen und schneide mir die alle bei 9 cm ab. Auch das mache ich jetzt bei allen, die ich hier liege.
Wenn dann alle fertig geschnitten sind, nehmen wir uns Heißkleber und kleben dann Stück für Stück die Dinger hier auf. Unten ansetzen, dass die oben ein bisschen überstehen, möglichst gerade. Und dann habe ich das hier so gemacht, dass ich immer im Wechsel einen dicken und zwei dünne Stäbchen genommen habe. Fertig geklebt ist, lassen wir es erstmal ein bisschen auskühlen und ein bisschen trocknen und dann nehme ich mir weiße Acrylfarbe und male das Ganze einmal an. Kann man natürlich in jeder anderen Farbe machen oder man lässt es so in holzfarbig. Ich finde das aber in weiß, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, ganz hübsch. Das lasse ich jetzt trocknen und in der Zeit können wir uns dann mal an die Strohhalme machen. Und zwar gehen wir da so ähnlich vor wie eben bei der Dose, also eigentlich fast genauso. Wir messen uns die Länge aus. Ich möchte hier 11 cm nehmen. Dann nehme ich mir einen Strohhalm. Messe mir hier 11 cm ab. Hier mache ich es mir nur noch ein bisschen einfacher. So, hier sind 11 cm. Den schneide ich da ab bei 11 cm und dann nehme ich mir den nächsten Strohhalm und halte mir den hier dran und schneide dann einfach auf derselben Höhe nochmal ab. So mache ich die dann alle nacheinander, bis ich genug habe. Ach so, ich habe gedacht, ich zeige euch noch einmal kurz das mit dem Ausmessen. Und zwar das so, hier brauche ich ja ungefähr 18 cm und dann messe ich mir hier aus, da sind ja, ein bisschen mehr, 0,6, 0,5 sage ich mal, also brauche ich 36 Stück davon. Oder man macht es so, legt die sich so hin und misst sich das aus. So, das sind jetzt bis jetzt 9 cm, also ungefähr die Hälfte. Und weiter geht's. So, das müsste jetzt ungefähr reichen. Dann nehmen wir uns das Glas und machen es hier genauso. Nur dieses Teil hier oben, das lasse ich aus, weil ihr seht, das ist ein bisschen weiter unten. Da kommt dann der Strohhalm sowieso nicht dran. Ich klebe nur dieses Stück. Immer einen nach dem anderen, das trocknet sonst. So, wie gesagt, möglichst gerade. Ihr wisst ja, das ist voll mein Ding, möglichst gerade. So. Und so dann einmal rundherum. So, fertig sind die beiden. Ich habe jetzt am Ende hier noch ein Band drum gemacht, habe das vorne und hinten einmal mit einem Pünktchen Heißkleber fixiert, dass es nicht hoch und runter rutscht. Habe dann hier ein Schleifchen reingemacht und hier habe ich anstatt der schwarzen eine goldene drauf gemacht, eine goldene Schleife.
Ihr seht, ich bin hier ein bisschen schief geworden. Ist halt von mir, wie immer. Weil ich dachte, so schwarz-weiß mit Gold ist doch immer ganz hübsch. Das ist ja oft im Trend. Nicht so meins, aber ich fand es ganz cool. Fand ich besser als die schwarze. Das war mir dann doch ein bisschen zu dunkel. Ja, so einfach und so schnell habt ihr aus ganz einfachen Materialien hübsche Blumen- oder Stiftebehältnisse oder für was auch immer. Man kann das ja für alles Mögliche nutzen. Hergestellt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund und ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.